Vom Campingplatz, der Einfahrtsbereich, und so seht ihr quasi einmal schön über den Platz drüber. Und herzlich willkommen zu einer Vorstellung von einem mega coolen Campingplatz direkt am Aachensee, und zwar in Aachenkirch. Der Campingplatz hier ist echt ziemlich cool. Ich wusste, dass der Spielplatz gut ist, aber mir war gar nicht klar, dass der Campingplatz so gut ist. Ich zeige ihn euch jetzt gleich noch. Wir haben sogar einen Platz direkt vorne am See. Jetzt beginnt es gerade mit dicken Tropfen zu regnen. Deswegen ist alles so schön leer. Das ist der Strand. Hier stehen wir und es gibt viele, viele tolle Plätze. Es ist ein 5-Sterne-Campingplatz und dementsprechend ist alles mit dabei, mit allen Anschlüssen und allem drum und dran. Aber man kann es auch ohne haben. Ich habe jetzt ohne Strom genommen, voll super, weil ich brauche keinen. Und dementsprechend spare ich mir da 2,50 Euro am Tag. Und wenn man es nicht braucht, warum sollte man es dann bezahlen? Hier zeige ich euch jetzt gerade mal nochmal die Plätze ein bisschen ausführlicher. Das sind die Standardplätze. Auch unser am See vorne ist Standard. Also echt richtig cool, wie ich finde. Und ja, es sind auch einige Dauercamper hier. Der Platz hat auch im Winter geöffnet. Und hier zum Beispiel, das sind dann die etwas größeren Plätze. Die sind ein bisschen teurer, ich weiß aber den Preisunterschied jetzt gerade nicht. Könnt ihr sicher auf der Homepage nachlesen. Und oben gibt es dann auch noch so Tagesplätze, die man buchen kann, wenn man nicht so lange bleibt. Oder auch die freie Wiese, wo auch extra auf der Homepage steht, dass man als Radfahrer willkommen ist. Finde ich auch ziemlich cool. Das sind die Klohäuschen. Ziemlich großzügig. Hier gibt es so Privatbäder, wenn man möchte. Oder eben natürlich die ganz normalen Standardduschen mit Föhn. Hier drüben Spazi. Wow, und richtig schöne große Duschen. Sehr cool. Dann nochmal von oben der Blick auf den Aachensee. Megamäßigen Spielplatz mit allem drum und dran und Wasserspielplatz direkt am See. Das Restaurant hat auch offen von 10 bis um 8:30 am Abend, haben wir uns gesagt. Und es gibt ab 8 Uhr Semmeln ohne Vorbestellung. Es gibt auch einen eigenen Indoor-Spielplatz beim Campingplatz. Voll süß. Ist der gut? Die größeren Kiddies ist bei schlechtem Wetter auch ein bisschen was zu erleben. Also es ist echt noch ordentlich kalt. Die Isa ist warm dagegen. Ungelogen. Aber es ist wirklich kalt. Arschkalt. Oh, bist du top. Wundert von den genialen Bergen am Aachensee. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Bei uns scheint jetzt schon wieder die Sonne. Das war nur ein ganz kurzer Regenguss, also wirklich nur ein paar Tropfen eigentlich. Voll super. Und ja, wir genießen einfach die Zeit hier. Und ja, vielleicht kommt noch ein eigenes Video zu einem coolen Steig von hier aus, also von Aachenkirch nach Pertisau. Und übrigens ist mein Kleiner relativ laufradfaul. Spazi! Ob das ihr ein Radfahrer wird? Ja, mach ich bald. Magst du nicht mehr Fahrrad fahren? Nee. Fahrrad fahren doof? Nee.